Herzlich willkommen, Banking Club TV, die erste Ausgabe im Jahr 2011. Es hat sich einiges getan und wie immer hier die ein oder andere News, das ein oder andere Highlight aus unserer Branche, aus der Bank- und Finanzbranche. Mittlerweile gehört es fast zum guten Ton, dass Banken, die den ein oder anderen Verlust erlitten haben, hinter ihren Ex-Vorständen herjagen. Hier in Köln ist es die Sparkasse oder eine der beiden Sparkassen. Die Vorstände dementieren aber, dass sie mit irgendwelchen Veruntreuungen etwas zu tun haben. Um viel mehr Geld geht es in München bei der Bayern LB. Da will man von den ehemaligen Vorständen, einer sitzt ja mittlerweile in Untersuchungshaft, um die 200 Millionen zurückhaben für die Dinge, die da um die Hypo Group Alpe Adria passiert sind. Also Vorstandsposten sind momentan sicherlich ein wenig mit Vorsicht zu genießen, weil es kann teuer werden, wenn man da nicht richtig agiert und handelt. Ich habe noch was ganz anderes, ich habe noch was mitgebracht. Kennen Sie das hier noch? Den guten alten Euro-Scheck? Ich habe hier Mitarbeiter, die auch eine Banklehre gemacht haben. Wissen Sie, früher musste man noch hier mit Checkkartennummer hinten eintragen als Verifikationsinstrument. Und als dieser Euro-Scheck abgeschafft wurde und im Grunde genommen durch die Scheckkarte mit Unterschrift und mit PIN und TAN, mit TAN natürlich nicht, aber mit PIN ersetzt wurde, da haben sie alle aufgeschrien, Hilfe, der Euro-Scheck, der Euro-Scheck, der Euro-Scheck. Heute kennt man ihn im Grunde genommen gar nicht mehr. Ich glaube, man kriegt ihn auch gar nicht mehr. Man muss ihn sich irgendwie bei Google als Foto runterladen und auf Papier ausdrucken. Aber der Euro-Scheck ist Vergangenheit. Was dann kam, waren... Kennen Sie auch? Checkkarten und natürlich Kreditkarten. Und die ersten Stimmen werden jetzt laut, dass die Kreditkarte bald dadurch abgelöst wird. Kreditkarte, Checkkarte werden durch Handys abgelöst. Und es gibt Befürworter, die sagen, das dauert keine 5 Jahre mehr. Da werden wir, weil hier eine neue Technologie Einzug hält, nämlich die sogenannte Near-Field Communication, da gehen wir einfach an Dingen vorbei und schon haben wir bezahlt. Wir müssen dann natürlich aufpassen, dass wir nicht vergessen, die Dinge auch mitzunehmen, aber praktisch sicherlich, wenn Sie in den Bus einsteigen und irgendwo aussteigen, dann berechnet er Ihnen genau den Preis, der notwendig war für diese Strecke, die Sie zurückgelegt haben. Aber könnte natürlich auch passieren, dass Ihre Frau in irgendeinen Klamottenladen reingeht, rausgeht und Ihre Kreditkarte ist in höchstem Maße belastet. Sie muss halt die Tüten auch mitnehmen, das ist vollkommen klar. Ja, also ganz neue Technologie. Wird sicherlich den Banken auch ein bisschen wehtun, weil da sind ja auch Gebühren mit im Spiel. Wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht. Haben Sie es übrigens gelesen? Standard Chartered sucht 2000 neue Arbeitnehmer. In Singapur allerdings, also wenn Sie Banker sind, wenn Sie nach Singapur wollen, dann scheint es da das ein oder andere attraktive Jobangebot zu geben. Auch wir im Banking Club haben ja im Januar damit begonnen, unsere Jobbörse ein wenig nach vorne zu bringen. Unser erster großer Kunde ist die Postbank. Wir werden alle offenen Positionen der Postbank bei uns auf der Seite haben. In Zukunft auch viel mehr. Wir sind gerade in der ein oder anderen Verhandlung. Und schauen Sie doch einfach mal vorbei. www.bankingclub.de/jobs. Da finden Sie in Zukunft steigendes Angebot an offenen Positionen aus der Bank- und Finanzbranche. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss.